Guten Tag. Hey Leute, ich bin der Bruger und ihr seht hier Boogeyman. Ist ein Horrorspiel, wurde mir empfohlen, gibt's auf Steam. Klar. So, wir spielen. Ich habe jetzt zurzeit noch Layers of Fear am Laufen. Das bringe ich jetzt um 18 Uhr wahrscheinlich nächste Woche. Wollt ihr das überhaupt noch sehen im zweiten Durchlauf? Bei dem Father müsst ihr mir sagen. Ja. Ansonsten mache ich auch was anderes. Flashlight, Action Button und Squint. Aha. Ich habe ein Menü, ich mit wer sehe. Cherry Bomb, Glow Sticks, Coffee. Okay, ich spiele es nicht mit dem Gamepad, ich spiele es mit Maus und Tastatur. So ist es nämlich cooler, ja, für mich zumindest, weil mein Gamepad ist kaputt. Ich muss jetzt den PS4 nehmen, beziehungsweise Xbox 360. Und der hat Batterien, der ist angeschlossen. Verdammt nochmal. So, jetzt ist er ab. Haha, ich mache ohne Pulsmesser heute, weil das klappt nicht so richtig. Ja, also öffne die Tür mit Action, mit dem Action-Button. Sei vorsichtig, jemand könnte dahinter warten. Und lass die Tür los und sie wird zufallen, wenn ich Gefahr verspüre. This game relies heavily on sound. Es kommt also sehr auf den Sound an, Kinder. Immer schön. Oh, ein Panda-Bär. Oh, ist der süß. Immer schön den Sound aufdrehen, ja? Hört er mich besser schreien. So, was haben wir hier? Quick Tips. The Boogeyman has many ways of getting into the room. Also er kann schnell ins Zimmer kommen. Höre auf die Geräusche, die er macht. Ja? Und deine Taschenlampe ist deine einzige Waffe. Sieh unter dem Bett nach, wenn du kaum Batterien hast. Und pass auf, dass du den Bär nicht atmen hörst. Wenn du unter dem Bett nachsiehst. Okay, also es ist wohl ein sehr Jumpscare-lastiges Spiel, schätze ich mal. The battery meter and any items you have on the show. Ja, im Schlafzimmer, bla, gibt's alle Items. Sei vorsichtig, dass du nicht... dass du nicht ohne Schutz bist oder dass du nicht aufmerksam bist, wenn du unter dem Bett nachsiehst. Ja. Man kann sich im Haus umsehen und Kassettentapes können ausgeschaltet werden. Aha. Die roten und die grünen auszuschalten, klicke einfach auf die grünen Frösche. Die leuchtenden Fläche. Drücke Enter während eines Gameplay-Tipps. Nee, drücke Enter während des Gameplays, um Kassetten zu skippen. Geh jederzeit zurück zum Tutorial-Raum, wenn du dich irgendwie verloren fühlst. Thomas' Raum. Der Raum von Thomas. Der kleinen Lokomotive. Nein, was weiß ich. So. Wow. Jetzt spackt das hier rum. Wow, warte mal. Ja, jetzt seht ihr es erst wieder. Das ist ja bescheuert, der stellt einfach mal so das Format um. Ich wollte es doch im Fenstermodus. Was denn hier? Nightmare Edition bei Barry McCabe. Kassettenplayer. So, mit E und Q kann ich mich auch noch ganz langsam rumdrehen. Ich lasse mal alles an, ja? Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Gibt's einen recht schönen Trailer auf Steam? Oh, das ist eine Taschenlampe. Kann ich mich irgendwie... irgendwie ducken? Nee, Thomas, Spielsachen. Wo kommt die Musik her? Ein Panda-Bärchen. Wait. Ach, hier geht's erst zum Spiel. Guck mal, Nightmare Night. New Game. Continue. Und Tutorial. Clothes. Ich gehe mal ins New Game, ja? Okay, komm. New Game mit Intro und allem wahrscheinlich. Werde ich jetzt nicht wieder das Format ändern, Spiel. Nacht 1. Es geht also wieder so Five Nights at Freddy's mäßig. Tja, schön. Oh nein, dieser Klapperaffe. If you're listening to this, I sure hope you're not planning on sleeping in this room. I'm Alicia, and if you've unfortunately only stumbled across this tape during the dark, it's probably watching you right now. I left a flashlight under the bed if you've not already found it. It's the only thing they're scared of. I've tried telling people. The bogeyman. He got my sister. No one will believe me. They won't believe you either. Trust me. You'll need to learn to fight this by yourself. There are some spare batteries hidden under the floorboard, under the bed. They're kind of mixed up, sorry. If you can last long enough, it'd leave you alone, like it did me.
eventually, I hope. Das arme Kind. Kann ich irgendwie aufstehen jetzt? Da ist doch was. Da ist ein Griff. Kann ich irgendwie aufstehen? Er war doch eben schon da, der Boogeyman. Hallo? Ich möchte gerne aufstehen. Here, what's this? It's a flashlight, stupid. Everyone knows the bogeyman is scared of light. So if you ever get scared, just shine your flashlight, okay? Thank you, Al. I'll sleep much better now. Ah. Just make sure not to fall asleep with it on. Otherwise the battery will run out. Musste die rechte Maustaste muss ich gedrückt halten. Ich verstehe, wenn der Bär atmet, darf ich nicht unter das Bett gucken. Wow, Leute, habe ich Gänsehaut. Das war der Boogeyman. Was ein Arsch. Oh Gott. Nacht 1. Battery. Kann ich hier nicht aufstehen oder so? Ach, da ist meine Batterie. I'm Alicia, and if you've unfortunately only stumbled across this tape during the dark, it's probably watching you right now. I left a flashlight under the bed if you've not already found it. It's the only thing they're scared of. I've tried telling people, but the bogeyman, he got my sister. No one will believe me. They won't believe you either. Trust me. You'll need to learn to fight this. By yourself. Wie sie schon fast leer. Hidden under the floorboard, under the bed. They're kind of mixed up. Sorry. If you can last long enough, it'll leave you alone, like it did me. Eventually, I hope. Oh. Da oben ist ja auch noch eine Klappe. Sag mal, muss ich jetzt die ganze Zeit hier aufpassen, dass da nicht irgendwo kommt? Das ist ja fantastisch. Ist so ein FNAF-Spiel, ne? Ich höre nichts. Ist es gut oder schlecht? Here, what's this? It's a flashlight, stupid. Everyone knows the bogeyman is scared of light. So if you ever get scared, just shine your flashlight. Thank you, Al. Das gesehen. Much better now. Just make sure not to fall asleep with it on, otherwise the battery will run out. Wo ist der Boogeyman? Ich muss halt die ganze Zeit überall gucken, Leute. Was? Mit VR wäre das hier bestimmt richtig, richtig gemein. Boogeyman. Wird bestimmt immer schöner hier, ne? Wenn es zu repetitiv ist, dann werde ich das schneiden. Dafür weiter diese blöde Taschenlampe. Guck mal, wie schnell die leer wird. Das ist ja unglaublich. Nein, 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 nicht unter das Bett gucken. Nicht. Atmet der Teddy. Thank you.
Scheiße, ey. Kinder. Wo ist der Boogeyman? Ist schon 4 Uhr. So. Schnell. Batterie. Brauche eine neue Batterie, Kinder. Boah, ist das schon... Komm, noch einer. Das ist so mies, ne? Der Boogeyman. Muss echt auf die Geräusche achten, woher er kommt. Was? Das füllt ihr nicht mal ganz auf, die Batterie. Das ist ja... Das ist so gemein. Es passiert nicht viel, ich weiß, aber die Spannung. Ja, schnell. Noch eine. Wann ist denn morgen? Bei mir ist 5 Uhr schon morgens, Leute. Da bin ich schon manchmal am Arbeiten. Was sagt die Uhr? Ja, ich werde die Folge ein bisschen kürzer machen. Das ist so die Starterfolge. Wenn die euch okay genehm ist und so weiter, dann... Wie ist auf jeden Fall weiter, aber ich will nicht sowas wie Sophie's Curse draus werden lassen. Irgend so ein Schund halt, wisst ihr, so ein billiger Schund, weil das war echt nicht gut, das war... auf 7 Parts gestreckter Unsinn, leider. Hab's erst anders eingeschätzt. Okay, man. Wahrscheinlich ist er später richtig schnell und gemein, dann ist er ganz fix und... Aha! Das ist wie so ein Licker, seht ihr? Oh, es ist Tag. Ach, schön! Waving! Ja, ihr seht schon... Oh, was ist das denn? Ist Halloween oder was? Naja, ihr seht schon, es gibt noch einiges zu tun. Wir haben erst den ersten Tag geschafft. Oh, jetzt können wir House Exploration machen. Was steht da? Find the pink flashlight and return to your room to continue the nights. Find useful items around the house to help you. Ja, geh nicht in den Keller, sei denn du musst. Ja. Turn lights on will make the room safer. There's a keypad on the door. Okay, Leute, wir machen hier Schluss. Ja, ich danke euch fürs Zusehen. Das war der erste Part von Boogeyman. Danke für die Empfehlung nochmal. War das, wer war das? Danke dir, du, der mir das empfohlen hast. 13:37. War jetzt ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören. Habe ich verpasst. Danke fürs Zusehen, aber Leute, und wir sehen uns zum nächsten Part von Boogeyman. Warte mal, ich will noch... Zum Abschluss. Tschüss. Scheiße.